Herzlich willkommen bei Lebenskraft TV. Jetzt der zweite Teil, und zwar zum Thema Kesche und Alchemie. Im ersten Teil zum Schluss hinaus haben wir was erwähnt, dass es hier Risiken gibt bei dieser ganzen Technologie. Und in diesem Film wollen wir ein bisschen näher darauf einsteigen. Dazu bei uns zu Gast Peter Mehmet Kati. Schön, dass du in der zweiten Runde auch dabei bist. Danke. Peter, was für Risiken gibt es, wenn man diese Technologie verwendet? Also das kann man gar nicht so in einer Faustformel fassen. Also es ist nicht so, wie wir das herkömmlich kennen. Wir haben eine Technologie, zum Beispiel Atomkraftwerke oder sowas, und dann kann man sagen, ja, das und das passiert, wir haben Atommüll, das hat die Eigenschaften und Auswirkungen. Das geht jetzt speziell an dieser Stelle eigentlich gar nicht, weil diese Art der Umsetzung dieser, ich nenne das jetzt mal so, feinstofflichen Technologie für uns jetzt ganz neu ist. Wir müssen ganz neu denken lernen, was das betrifft, egal jetzt, ob man das alchemistisch macht oder ganz nach Kesche. Weil in der Alchemie zum Beispiel eben auch diese rein technologische, modernere Ausführung gar nicht drin ist. Also man begibt sich hier so ein bisschen auf dünnes Eis, und ich möchte jetzt auch nicht so dastehen wie jetzt der große Warner, passt auf vor Kesche, was auch immer. Das ist eigentlich, was ich damit auch sagen möchte. Früher war das zum Beispiel so, diese ganzen Weisheiten, die wurden eigentlich immer vom Lehrer zum Schüler gegeben. Ja. Und diese Schüler, die waren immer Ausgewählte, die praktisch dieses Wissen verdauen konnten, was damit anfangen, umsetzen, die auch damit anfangen haben können. Ja, das war halt immer so diese Tradition. Ja. Ja. Diese Tradition gibt es ja heute nicht mehr. Heute gibt es einen Bauplan im Internet, jeder macht es nach, kennt aber die Grundprinzipien nicht. Man kennt ja das Ganze, was ich immer erwähne, von diesen ganzen energetischen Dingen, die es gibt. Ja. Die einen sagen, das ist sowieso von Haus aus Blödsinn. Ja? Und dann gibt es halt andere, die sagen, ja, damit muss man achtsam umgehen. Ja. Ja? Warum achtsam und Sonstiges? Das hat immer dann bestimmte Hintergründe. Ja. Es geht sogar so weit, dass man elektronische Geräte mit solchen Energien stören kann. Weil im Endeffekt der Stromfluss und so weiter ist ja auch eine gewisse Energieform. Ja. Ja, und das ist ja das, was wir hier so ein bisschen in das Thema einsteigen, in diese Alchemie-Kesche-Geschichte, diese Mischung, was dazwischen drin da ist, wo du alle möglichen Formen entstehen lassen kannst. Aber das sind halt einfach Dinge, wo du mir auch so in den Gesprächen erzählt hast, dass das grenzt wirklich, also für mich persönlich, an Science Fiction. Mhm, ja? Genau. Vielleicht wichtig, die sogenannte Gefahr oder die Achtsamkeit sollte man dahin legen, auf die subtilen Dinge, die damit zu tun haben. Das heißt, Kesche geht jetzt nicht her und hat eine Technologie entwickelt oder eine Ausführung dieser Technologie, die uns jetzt unmittelbar schaden könnte. Also, dass wir jetzt so ein Gerät in Betrieb setzen und dadurch dann Probleme haben. Ja? Das ist schon in dem Sinne weise ausgeführt, dass jetzt auch nicht groß was passieren kann. Also nicht mehr, als man jetzt mit einer herkömmlichen Technik auch erreichen kann. Ja, also das, ich meine jetzt so in diesem Rahmen, wenn ich einen Kühlschrank irgendwo falsch anschließe oder so, kann vielleicht auch was passieren. Aber mehr ist da erstmal nicht. Ja? Und du hattest das mit dem auch Wissen erklärt, was auch von Meister zu Schüler weitergegeben wird. Jetzt sind wir so in diesen Bereichen, wobei das jetzt auch nicht mehr unmittelbar für die heutige Zeit gilt. Heute sollte der Mensch eigentlich selber in die innere Anknüpfung dieser Dinge kommen. Er braucht also keinen Meister mehr, der ihn sozusagen in dem Sinne schult. Mhm. Er muss sein eigener Meister werden. Das ist erstmal die Grundlage. Und das ist jetzt auch vielleicht die Anknüpfung, um die es geht. Wie weit sind wir, wenn wir die weiteren Implikationen, die das Ganze bringt, betrachten? Es bleibt ja nicht bei dieser freien Energie. Mhm. Ja? Also da muss man natürlich auch noch mal einsteigen. Also vielleicht einfach herkömmliche Energien, Energiegewinnung, beruht ja auf dem Explosionsprinzip, einfach ausgedrückt. Das heißt, wir bringen Materie, überführen wir in einen anderen Zustand, in einen feinstofflichen diese neue Technologie beruht auf den aufbauenden Prinzipien der Natur, nicht auf den abbauenden. Mhm. Ja? In der Natur ist alles im Gleichgewicht, dadurch wirkt es auch nicht schädlich. Das heißt, wenn wir jetzt ein abbauendes Prinzip in den Vordergrund stellen, kann es schädlich wirken, weil wir es so forcieren so stark.
Wenn wir ein aufbauendes Prinzip in die Welt setzen, dann nehmen wir das Material unmittelbar nicht irgendwie als schädlich wahr. Ist erstmal auch gar nicht. Ja? Aber die Frage ist jetzt, wenn ich etwas aus der Feinstofflichkeit oder aus einer anderen Ebene hier in die Materie bringe. Eine grundsätzliche Frage, was gibt es denn noch alles, was gerne materiell werden möchte? Es gibt auch manipulative Kräfte. Dinge, möchte ich gar nicht so in die Tiefe gehen da, aber Dinge, die auch gerne hier Einlass haben möchten. Ja. Das ist nur eine grundsätzliche Frage. Mir geht es jetzt nicht darum, ist Cashel böse oder das da, sondern eine grundsätzliche Frage, wenn ich solche Dinge anwende, was berücksichtige ich dabei? Ist es bei Cashel auch gegeben? Ja, kann sich da etwas manifestieren, was nicht gewünscht ist? Das ist jetzt so nach meinem, das muss aber jeder selber eigentlich prüfen, aber nach meinem Dafürhalten im Moment, wie es jetzt so ist, nicht der Fall. Also wir schließen jetzt nicht dieses Gerät an und dann passieren irgendwie schreckliche Dinge, die wir erstmal gar nicht wahrnehmen, oder wir öffnen irgendwelche Dimensionstore oder sowas, das ist da nicht. Da kann man in dem Sinne sicher sein. Aber wir sehen jetzt bei den Ausführungen von Cashel, dass er zum Beispiel ja sagt, dabei bleibt es nicht bei dieser freien Energie, sondern die haben schon etwas entwickelt, was viel weiter ist, was Science Fiction ist, was Star Trek letztlich ist. Also Captain Kirk oder viel besser Raumschiff Enterprise, Jean-Luc Picard, diese neue Generation, oder Raumschiff Voyager. Ich erkläre das deshalb, weil dort viele Elemente drin sind, die diese Technologie sozusagen in weiteren Schritten uns filmisch aufbereitet schon so als Vorstellung zugegen sind. Ja, aber es ist ja Standard. Wenn ich jetzt die ganzen Hollywood-Filme anschaue, wo vor 10, 20, 30 Jahren gelaufen sind, das ist ja die Vorbereitung zu dem, was viele Jahre später gekommen ist. Ja. Also ich schaue mir sehr gerne Hollywood-Filme an, weil dann weiß ich, was sie wieder vorhaben. Ja. Oder was als nächstes kommen wird. Das ist gar nicht weit her cool, wenn ich die ganze Geschichte eigentlich so betrachte. Ja. Genau. Und das habe ich so bei Cashel auch festgestellt, was ja für viele Kritiker dann eben auch ein Argument ist, dass man sagt, hey, schau mal, das ist Star Trek und deshalb kann das nicht funktionieren. Aber jetzt sind wir genau an der Ebene, wo wir sagen, ja, eigentlich geht es schon dahin. So als Alchemist kann ich das zumindest behaupten, aus meiner eigenen Erfahrung. Nur in der Alchemie haben wir nicht schon direkt die Vorstellung der Anwendung, wie das in dem Sinne, sondern wir passen das an, was benötigt ist. Aber was wir eben jetzt hier bei der Cashel-Technologie haben, ist die Idee, wenn dieses Markrafter mal in Betrieb ist, kann man dann zusätzliche Module zum Beispiel einschalten, die uns dann Nahrung, Wasser, Medizin erzeugen. Und das, sagt Cashel zumindest, ist auch unserem eigenen Bewusstsein geschuldet, ob wir das sozusagen über dieses Plasmafeld direkt im Körper erzeugen, wo es benötigt wird, ob das oder ganz subtil bleibt oder ob wir es sozusagen stofflich auch haben wollen. Es gibt dann jetzt als nächsten Schritt wohl ein Modul, was wir anstecken können, direkt auch an den Markgraf. Das ist auch so etwas, man muss das jetzt nicht, der hat das so runtergebrochen, man fängt mit dieser freien Energiemaschine an, einfach ausgedrückt, dann kommen verschiedene Module. Das kann man eigentlich auch ganz anders gestalten, ja? Also dass man sozusagen direkt mit Plasma-Batterien arbeitet und Plasmafeldern. Aber er hat es jetzt so konfiguriert und dann erzeuge ich mir Wasser. Ja? Also ich werde unabhängig, das ist ja erstmal schön, unabhängig von Wärme, von Strom, von Nahrung, von Medizin. Das wäre jetzt auch zu... Aber jetzt muss ich Sie an der Stelle wirklich mal unterbrechen. Das ist ja nicht das, was eigentlich diese Obrigkeit möchte. Das heißt, die Bevölkerung soll ja nicht unabhängig werden. Wenn du jetzt die ganzen medizinischen Sachen selbst herstellen kannst, deine Energie, du stellst dein Wasser selbst her, vielleicht Nahrung stellst du auch noch selbst her, keine Ahnung. Das wäre das Schlimmste, was denen widerfahren könnte. Weil dann wären die Menschen so extrem unabhängig, dass sie diese ganze Regierung, das ganze Zeug eigentlich gar nicht mehr bräuchten. Die würden als Einsiedler irgendwo leben oder auch nicht. Und dann sagen, ich brauche eh nichts, ich kann ja alles selber machen. Also ich muss nichts kaufen, ich muss eigentlich nicht arbeiten. Ich kann eigentlich alles selber herstellen. Warum ist es eigentlich so, dass so irgendjemand das Ganze verbreitet? Ich kenne andere Leute, die haben das nicht so öffentlich gemacht und die sind leider heute nicht mehr unter uns. Jetzt einfach mal die Frage, denkst du, das ist irgendwie gesteuert? Weil normalerweise kommt so jemand nur in diese Szene rein, wenn er natürlich die Zulassung hat von ganz oben. Und er verhandelt ja angeblich mit Regierungen. Was steht eigentlich dahinter? Also genau kann ich es nicht sagen. Es ist einfach mysteriös. Aber es ist ja genau die Anknüpfung, die ich auch habe. Ich bin ja jetzt nur schon seit vielen Jahren mit der Alchemie unterwegs. Also im Sinne von, dass ich es versuche, auch ein bisschen an die Öffentlichkeit zu bringen. So. Und da habe ich natürlich eben genau das auch, was du angesprochen hast, mit Wissen weitergeben, sozusagen Baupläne. Ich bin jetzt nicht rumgelaufen, habe den Leuten gesagt, wie stellst du Gold her? Und ich bekomme ja auch so Anfragen. Also das heißt, dieses Trinkgold-Thema, wir hatten ja auch kurz drüber gesprochen in dem Alchemie-Interview, dann
bekomme ich E-Mails, schick mir mal einen Plan oder ich bezahle dir viel Geld, ich komme dann zu dir und du zeigst mir, wie es geht. Mhm. So funktioniert die Alchemie ja nicht. Also das heißt, wir müssen sozusagen auch innerlich wachsen, um mit diesen Dingen umgehen zu können. So. Und jetzt habe ich mich sehr bemüht, nicht so offen über alles zu sprechen, aber auch nicht zu verheimlichen. Das ist auch so ein Grundprinzip. Ich finde, es darf keine Geheimnisse geben. Mhm. Aber es ist so, wie du würdest jetzt auch einem kleinen Kind nicht irgendwie was Gefährliches in die Hand geben. Also du würdest jetzt sozusagen das nicht forcieren, dass jetzt jeder irgendwie mit Dingen umgeht, wo du selber nicht weißt, was daraus oder vermuten kannst, was daraus werden kann. Und dann kam Kesche. Und hat jetzt all diese Dinge sozusagen so in die Welt gebracht, dass es auch jeder, der ein bisschen offen ist, nachvollziehen kann, auch selber experimentieren kann, aber eben mit Dingen, wo er gar nicht weiß, was er da tut. Ja, das ist so meine erste Anknüpfung. Natürlich sagt Kesche auch selber immer, ihr sollt es erst verstehen und schaut euch das an. Und die bieten ja auch Studiengänge da an, die bieten Teachings an, all das. Mhm. Nur ich frage mich eben genau, ich habe diese Thematik mit der freien Energie in dem Wohnprojekt gehabt. Ich weiß eben, dass man recht schnell platt gemacht wird. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sozusagen, egal jetzt wie, ob man jetzt direkt zu Tode gebracht wird oder ob was verfälscht wird. Es gibt auch andere Methoden, die ich erfahren habe. Es gibt immer Punkte, wo man so an der Stelle unter Druck gesetzt werden kann, wo man sich einfach fragt, sind jetzt meine Kinder mehr wichtiger oder die freie Energie? Ja? Mhm. Solche Dinge hat er wohl auch erlebt, Vergiftungen, all diese Themen. Mhm. Müsste man wild spekulieren. Ja? Hat er mit dieser Technologie die Möglichkeit, selber sich so zu schützen, dass er das in die Welt bringen kann? Kann alles sein. Mhm. Ich weiß es nicht wirklich. Mhm. Was ich weiß, sind feinstoffliche Dinge, die ich sehen kann, die aber auch Hellsichtige mir mitgeteilt haben. Solche Dinge spielen da eine Rolle. Es ist inszeniert, es ist in die Welt gesetzt, behaupte ich jetzt mal so, kann das nicht beweisen. Und ich frage mich eben auch, warum. Ja? Also für mich persönlich, ja. Ich weiß ja, wie das eigentlich läuft, um irgendetwas zu veröffentlichen. Ja, ja. Ja. Und vor 2 Jahren circa war Kesche schon mal einfach Programm, sage ich jetzt einfach einmal. Ja. Und er war von heute auf morgen da und alle haben von Kesche gesprochen. Ja, sofort. Ja. Von jetzt auf gleich. Ja. Das ist für mich persönlich immer verdächtig. Ja. Ja? Weil normal heißt es dann immer, da redet der mal davon und der. Ja. Du hörst es vereinzeln, das wird dann immer mehr, langsam. Ja. Aber nicht, dass plötzlich alle darüber sprechen. Ja, ja. Dann damals ist es wieder untergetaucht, jetzt wieder aufgetaucht. Ja. Ja. Und alle sprechen mich darauf an, ja, hast du das ganz schon gemacht und dies und jenes und hast du schon alles ausprobiert, hast du die Filme geguckt, was weißt du darüber? Ja. Ja. Und es ist dann so geballt auf einmal, wo für mich persönlich, wenn ich weiß, wie ein natürlicher Zyklus funktioniert, ja? Du musst ja erstmal jemanden ansprechen, dann verteilt sich das und. Aber dass sofort die ganze Bandbreite da ist, ist immer schwierig. Das heißt, für mich sind dann immer andere Prinzipien im Hintergrund, um das zu erreichen zu können. Ja. Ja? Sehe ich genauso. Man kann das natürlich jetzt auf herkömmlicher, wie sagt man, 3D-Ebene erklären. Also die haben eine Stiftung. Mhm. Die haben mehrmals versucht, damit in die Öffentlichkeit zu kommen. Kesches Idee war immer auch, erst so durch die herkömmlichen Strukturen zu gehen, an die Regierungen, die das dann wohl nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrhaben wollten. Es ist wohl so ein Fall gewesen, dass er so ein Gerät dem russischen Botschafter mitgegeben hat. Mhm. Das ist ihm dann am Flughafen geklaut worden. Mhm. Solche Geschichten. Was jetzt aber auch in Anführungsstrichen erklärbar ist, warum so viele Leute jetzt auf einmal drauf anspringen. Mhm. Im Oktober letzten Jahres hat er diese Rom-Konferenz gemacht, wo er 192 Länder, Vertreter von 192 Ländern eingeladen hat. Mhm. Wo dann auch sehr viele gekommen sind, außer natürlich jetzt Europa, ganz klar, weil die haben was anderes auf der Agenda. Und das System an die Vertreter dieser Länder weitergegeben hat, inklusive aller Pläne und auch ein funktionierendes Gerät mit der Auflage, dass dann, weil er das immer schon mal angekündigt hat und die Länder wohl nicht reagiert haben, mit der Auflage innerhalb von 3 Wochen das dem eigenen Volk zugänglich zu machen, sonst würde er in die breite Öffentlichkeit gehen. Mhm. So mit dieser Agenda, das hat er ja auch gemacht, ist er ganz breit aufgestellt. Also das heißt, in mehreren Ländern mit verschiedenen, wie sagt man, Zweigstellen. Er ist vor allem an die Drittweltländer gegangen. Er hat das in Afrika verteilen lassen. Er hat das in China, Philippinen, also Russland. Mhm.
Und das hat dann um sich gegriffen, vor allem die ärmeren Regionen dieser Erde, ja, die ja eigentlich deshalb arm sind, weil sie ausgebeutet werden, haben das umsetzen können, weil man das mit einfachen Mitteln, also mit einem Holzkohlenfeuer, solchen Dingen arbeiten kann. Ja? Das, was ich im vorigen Interview dargestellt habe, beruht ja jetzt nur auf der Ebene, dass wir jetzt hier in Europa mit diesen Dingen so umgehen. Wir kaufen uns Kupfer, das machen die dann halt aus Schrott mit einfacheren Methoden und sie haben funktionierende Geräte. Es gibt ja auch diese Heilanwendungen von Kesche und das alles. Ich habe mir das am Anfang erstmal so erklärt, es hat einfach, weil ja auch tausende Geräte in der Stiftung hat bauen lassen und die dann verschenkt hat und solche Dinge, dass die Menschen das aufgegriffen haben. Und wenn man allein, ich bin jetzt nicht bei Facebook, ich weiß das jetzt über andere, wenn man diese Facebook-Gruppen aufgreift, wie viel es gibt weltweit und wie viel dort organisiert sind, dann ist es im Millionenbereich. Mhm. Ja? So, und jetzt schwappt es, jetzt kommt es so langsam auch hier ins Bewusstsein. Das kann natürlich erklären, dass wir sozusagen im Feld so eine Art schon von Druck haben, ja? Weil es so stark in der Anwendung ist, so viele Leute schon damit arbeiten, dass man da viel leichter eine Anknüpfung findet, ja? So über die morphische Resonanz. Ja? So, das sind aber alles jetzt so Kopferklärungen. Ja. Ja. Was steckt da wirklich hinter? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ich habe nur das Thema, also am Anfang ich Kesche angeschaut habe, was meint er damit, weil die Begriffe, fast alles nennt er Plasma, auch das, was man eigentlich Äther nennen würde und. Was meint er damit, was meint er mit dunkler Materie? Damit meint er natürlich nicht das, was die herkömmliche Physik meint. Und bis ich das begriffen hatte und da eingestiegen bin, war mir eigentlich nicht klar, was kommt damit in die Welt? Und jetzt sind wir eben genau an diesem Punkt. Diese freie Energiesache ist die eine. Okay, die Welt ist reif, das kann jetzt jeder einstecken, aber was kommt da als nächstes? Ja? Mhm. Allein schon mal das Prinzip, dass sich nach diesen Prinzipien, wenn mir eine Hand fehlt oder ein Finger abgeschnitten wird durch einen Unfall, kann ich das recht schnell wieder nachwachsen lassen. Mhm. Ich kann in solchen Nährflüssigkeiten, nenne ich das jetzt mal so, in diesen ganzen, wie er das nennt, weil er hat da unterschiedliche, nicht wie ich in der Alchemie nur ein Ganz für alles, kann ich Organe nachwachsen lassen, die auch aus meiner Aminosäurestruktur, sage ich jetzt mal, energetisch zu erklären sind. Mhm. Das funktioniert alles der Natur nach, weil normalerweise würde das, wenn jetzt wie bei einem Salamander der Schwanz abgeschnitten wird, wächst er wieder nach. Warum? Ja, wenn man das nach Kesche Plasmaphysik erklärt, ist es eigentlich ganz einfach erklärbar. Die Haut bildet eine Nanoschicht und der Körper hat eigentlich über seine Flüssigkeiten das Ganz. Ja? Und dadurch wächst es in die normale Struktur wieder hinein, wie der Finger vorgesehen ist. Ja. Ja? So, aber das sind jetzt so Fragen, das sind jetzt so Dimensionen, das kann ich jetzt eben zu Hause selber mit rumexperimentieren. Wo führt das hin? Ja? Hält sich denn jeder, auch egal jetzt mal, ob diese Kesche-Agenda positiv oder negativ einzuschätzen ist, hält sich denn da überhaupt jeder dran? Ja? Solche Themen oder so eine ganz einfache, wenn man jetzt dieses Markgraf nachbaut und wenn wir nicht jetzt diese gravitative und magnetische Spule verändere, kann ich auch Energie ziehen, also aus der Umgebung ziehen, nicht aus dem Ätherfeld. Mhm. Das ist jetzt nicht vorgesehen dort, aber... Das macht ja die Natur auch. Ja, richtig. Man hat ja praktisch eine Natur aufbauende, abbauende Fälle. Ganz genau, ja? Genau. Wo dann auch, das sind immer Plus- und Minuspole. Genau. Ja? Darum haben wir ja die Dualität. Kann es sein, dass durch einen Unfall ich jemandem Energie abziehe, zum Beispiel, oder mit Absicht, ja? Also solche Themen. Also es geht ja wirklich Richtung Science-Fiction. Und dann sind wir wieder im Nächsten. Wer sich jetzt so Star Trek anschaut, also ich finde die Serien auch ganz toll, aber wenn da mal was thematisiert wird, wie zum Beispiel Tod, ja, dann das Maximale ist, der wird innerhalb von einer gewissen Zeit wiedergeholt. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, was passiert denn da? Was ist denn Spiritualität? Ist der Mensch denn mehr als nur Körper? Mhm. Dann stümpern die da in diesen Star Trek-Folgen auch rum. Ja, tun so, wissen nicht darüber Bescheid. Ja? Mhm. Und dann sind wir jetzt genau da. Wir sind jetzt in einem Bereich, wo es aber genau darum geht. Ja, mhm. Wer bin ich als Mensch? Was ist überhaupt ein geistiges Wesen? Mhm. Wie ist mein feinstofflicher Aufbau, wenn man das alles mal betrachtet? Und es spielt dann dort keine Rolle. Also ich habe eine Verletzung und dann kommt direkt ein Gerät. Natürlich
schafft es das Ding, Haut wird regeneriert und dies und das. Ja, ja. Aber das bleibt dann auf dieser Ebene. Ja? Mhm. Und ich bin da immer, ich finde den Armin Risi ganz gut. Wer seine Bücher, die sollte man unbedingt mal lesen. Wenn man mal schaut, was eben auch so eine materialistische Spiritualität sein kann, dann sind wir nämlich genau da. Mhm. Dass wir nämlich nicht wirklich ins Lebendige gehen, sondern dass wir eigentlich mit diesen manipulativen Dingen versuchen, dann in die spirituelle Welt zu kommen. Mhm. Ja? Das unterstelle ich jetzt nicht dem Cache selber. Ich will jetzt nur einfach mal darauf aufmerksam machen, wo das alles hinführen kann. Also das heißt, ich finde es natürlich sicherlich interessant, jetzt gerade im Übergang, wenn jetzt Bankenkrise, was nicht alles, wenn man dann plötzlich unabhängig ist, also indem man sagen kann, ist doch egal, sollen sie mir den Strom absperren. Ja, und sollen sie das Geld abschaffen. Ich brauche kein Geld, um mir was zu kaufen. Dann kann man sich ja Gold machen oder so. Ja, das wird, aber das ist auch, ich meine, in so einer Situation wird der Privatbesitz von Gold sicherlich auch verboten. Das hat man ja auch gesehen. Braucht schon mal. Genau. Das ist auch ein Thema. Im Endeffekt springt jeder auf das Gold auf. Ja? Und ich war immer so irgendwie, ja, es wurde über angeboten. Ja. Da habe ich gesagt, was mache ich jetzt damit? Ja. Ja? Wenn die jetzt halt hergehen und sagen, so wie damals, ja, wo sie dann sagen, okay, wenn du dein Gold nicht rausrückst, 10 Jahre Freiheitsstrafe, ja. Oder sie machen eine künstliche Inflation von Gold, die bestimmen ja, was das wert ist. Ja, jeder hält sich dann wieder dran. Dann bist du genau an dem Punkt, dann hast du Gold, kannst aber wieder nichts damit anfangen. Das heißt, du kaufst Gold ein und hast eigentlich Verlust gemacht. Ja. Ja, und da ist einfach die, wo ich dann auch sage, macht es vielleicht mehr Sinn, ja, in sein eigenes Wissen zu investieren, in solchen Dingen, ja, in ganz, ganz andere Sachen, wo man wieder was draus machen kann. Es geht ja auch ins Thema Heilung auch wieder mit rein. Ja. Ja, klar, es gibt immer irgendwelche Leute, die irgendwelche körperlichen Probleme haben. Das wird es wahrscheinlich immer geben. Ja. Ja. Das heißt, man kann eher da in diese Richtung rein investieren. Aber jetzt noch mal ganz speziell zurück zu der Frage mit den Risiken. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Welche Risiken gibt es da? Ja, wird man da irgendwie wahnsinnig dabei, wenn man das macht? Oder nur für unsere Zuschauer, in welche Richtung geht denn das Ganze? Also überhaupt nicht in diese Richtung, dass man jetzt vielleicht skeptisch sein müsste, diese Technologie sozusagen unmittelbar selber anzuwenden oder auszubauen oder damit in dem Sinne zu experimentieren. Ich mache es ja auch, ja, sonst würde ich es gar nicht machen. Nur ich habe ja halt festgestellt, ich experimentiere halt sehr von meinem alchemistischen Background her. Und wenn ich mir gewisse Foren anschaue, da ist eben genau, dass man eben sagt, ja, wie soll ich das jetzt machen? So und so viel Milliliter da reinkippen und wer hat das jetzt gesagt? Also die Menschen wieder sehr ins Außen gehen. Was sagt der mir, wie ich es genau machen muss? Mhm. Und das ist die eine Thematik. Also dass man einfach wirklich sagen muss, heutzutage vielleicht nicht mehr sozusagen dieses ist die Einwagung, da ist das Wissen da, sondern vielmehr ist Bewusstsein da. Mhm. Dann ist in Ordnung. Also die Unsicherheit, ja, wenn ich mit der Unsicherheit an das Ganze rangehe, dann ist ja die Wirkung nicht die gleiche. Ja? Weil man muss ja in seine eigene Sicherheit gehen oder in sich in dem Sinne, wenn ich wieder im Außen orientiere, mache ich das jetzt halt richtig oder sonstiges, dann bin ich wieder im Kopfkino und nicht im Vertrauen. Ja. Das meinst du vielleicht auch mit einem gewissen Risiko oder dass ganz was anderes rauskommen kann dabei, wie man eigentlich möchte? Also ich meine eigentlich was noch viel Subtileres, was unheimlich schwer mit Worten zu erklären ist. Aber es ist vielleicht wirklich das Thema, dass wenn ich gewisse Dinge, ich nehme mal so ein Beispiel, die Ärzte, die Medizin, früher, vor nicht allzu langer Zeit, jetzt reine Schulmedizin, gar nichts Alternatives, war der Schulmediziner noch zu sehr viel mehr in der Lage. Das heißt, er hat einen inneren Prozess durchgemacht, wenn ein Patient kam. Also wie therapiere ich? Es gab auch noch mal den Ausdruck des therapeutischen Blicks und solche Dinge. Ja? Und das ist jetzt völlig nach außen gebracht worden. Innere Prozesse, ein Arzt ohne Maschinen, kann in der Regel überhaupt nichts mehr machen. Also er kann gar nicht mehr diagnostizieren, wenn er das Blutbild nicht hat, das NMR nicht hat und dies und das nicht hat, ist er völlig hilflos. Er hat quasi innere Prozesse nach außen gebracht in eine Maschine und ist aber auch davon abhängig geworden. Und so ein bisschen in diese Richtung geht es jetzt. Das heißt, wir sind jetzt in einer Umbruchphase, wo wir wieder in unsere Kraft kommen sollen. Wir brauchen aber auf der anderen Seite gerne Methoden für den Übergang. Ja, wir hatten mal in dem Hanf-Interview kurz drüber gesprochen, dass die Hanfpflanze zum Beispiel auch ein Lieferant ist für den Übergang, dass wir sozusagen nicht, wenn alles zusammenbricht, sozusagen
ein bodenloses Loch haben, in das wir hineinfallen, sondern dass wir erstmal noch Quellen haben, wo wir ergänzen können, wo wir ähnlich wie mit den alten Methoden noch ein bisschen, wie soll ich sagen, so weit stützen können, bis wir ganz in die neue Kraft kommen. Und jetzt ist eben die Frage jetzt an dieser Stelle, wie weit ersetzt das Eigenschaften, die dem Menschen vielleicht überhaupt wichtigerweise zu eigen sind, wie Emotionalkörper, wie Herzensenergie. Kersche spricht sehr oft davon, dass diese ganze Technologie, diese erweiterte Technologie, also wir hatten gerade drum gesprochen, diese Module, wo auch Wasser erzeugt werden kann, Nahrung, bis hin zu dieser Spaceship-Technologie, wo Plasmafelder erzeugt werden, wohin auch Materie erzeugt wird, wo direkt sozusagen auch metallische Oberflächen entstehen können und so, dass ich mich ja dann frage, wie funktioniert das, wie steuere ich das? Und da spielen die Emotionen wohl eine Rolle. Ja, ich kann das noch nicht ganz so bestätigen mit der Technologie, mit dem Margraf und so, da ist es, wird es noch ein bisschen vorgegeben. Aber ich sehe auch mehr die Gedanken ganz wichtig. Also Gedanken und Gefühle spielen immer mehr eine Rolle, womit ich diese Technologie steuern werde. Und da ist jetzt die Frage, wie weit gebe ich jetzt innere Prozesse, die so subtil sind, dass wir ja unser Bewusstsein noch gar nicht da haben, in etwas hinein. Ja, wovon ich dann genauso wie jetzt in dem Beispiel der Ärzte abhängig werde, dass ich ohne das gar nicht mehr kann. Mhm. Ja, also eine Verkümmerung eher. Beispiel, wir kennen das von den Handys, Neurologen, Wissenschaftler sagen inzwischen, dass sogar erkennbare Hirnstrukturen sich verändern, weil der Mensch sich anpasst. Mhm. Sehen wir, dass gewisse Fähigkeiten verloren gehen, weil die nicht mehr benötigt werden, dass zum Beispiel Fähigkeiten fürs Simsen, was den Finger betrifft, stärker ausgebildet werden, solche Themen. Ja? Mhm. Wir kennen es vielleicht, wir haben in der Schule Rechnen gelernt und wir bedienen aber trotzdem gern Taschenrechner. Mhm. Was ist jetzt, wenn man von klein auf nur noch einen Taschenrechner bekommt? Mhm. Kann man nicht mehr in die Prozesse des Rechnens der Mathematik hinein, mhm, ja, oder nur sehr schwierig, ja, ja, es verkümmert. Und das ist so die Ebene, die jetzt sehr schwer mit Worten auszudrücken ist, weil wir ja noch gar nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Mhm. Ja, es ist weltweit so sehr verbreitet, dass wir jetzt auch erstmal jetzt in der Anknüpfung, ist das sicherlich ja auch wichtig, also Philippinen, Krankenhäuser, die jetzt, mhm, Schulmediziner, schulmedizinische Krankenhäuser, die, mhm, aber auch eben, wie soll ich sagen, nicht die dollen Standards haben wie in anderen Ländern. Die haben jetzt sehr viele diese Healing Pens von Kersche, die auch auf dieser Spulentechnologie beruht. Und wenden das inzwischen an, sehr erfolgreich. Ja, sogar bis hin bei Krebs, solche Themen. Und es funktioniert, ja, recht schnell. Krebs in zwischen 3 Minuten und 3 Tagen weg. Ja, so. Aber auch noch die emotionale Ebene reagiert bei diesem Verfahren. Also es ist nicht einfach nur weggenommen. Mhm. Man geht da wohl auch in einen Prozess rein. Mhm. So, das, mhm, ist sicherlich alles erstmal ein großer Segen, gerade für die Drittweltländer. Das ist aber dann, ja, so eine Thematik, weil ich ja selber, ja, in dem Bereich, ja, unterwegs bin und, ja, forsche. 3 Minuten Krebs weg, nachhaltig, mag ich zu bezweifeln. Nachhaltig mag ich auch so bezweifeln. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass wenn ich solche Krankheiten bekomme, spielt mein Umfeld eine wesentliche Rolle. Ja. Und wenn ich die Ursache in meinem Umfeld nicht, ja, ändere, ja, dann kann ich das beste Heilgerät, ja, haben, es wird nicht funktionieren. Ja. 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 Und ich finde es dann teilweise ziemlich überzogen, wenn solche Dinge, mhm, einfach behauptet werden, mhm, weil man muss das Ganze ganzheitlich sehen. Es. Und dann ist es ja nichts anderes, mhm, wenn man schmeißt eine Pille ein und man denkt, genau, nicht darüber nach, was ist eigentlich mein Problem. Ja. Weil es muss ein emotionales Grundproblem, ja, da sein. Ja. Ja. Wenn ich natürlich irgendetwas habe, wo mir hilft, meine Emotionen, ja, besser zu erkennen und das ja, aufzulösen, ja, ist es wieder was anderes. Weil meine persönliche Meinung, meine Erfahrung, meine, ja, Erkenntnisse darüber ist wirklich ja so, dass wenn ich so eine Krankheit habe, muss immer eine Emotion dahinter stecken. Ja. Irgendwas, was man nicht verarbeitet hat. Es ist wirklich ganz, ganz selten, ja, dass es andere, ja, Ursache hat. Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo es noch mal subtiler geht. Ich sehe das genauso wie du. Jetzt stell dir aber vor, du hast mit Kersche eine Möglichkeit, mhm, diese emotionalen Dinge zu lösen. Mhm. Ja? Dann bist du aber auf einer Ebene, wo ich jetzt in die Emotionalebene gehe, das da auch löse und sozusagen die emotionale Ursache auch beseitigen kann, mhm, technisch. Mhm. Jetzt frage ich mich aber, warum sind wir denn in der Welt? Warum ist zum Beispiel jetzt mein Umfeld Auslöser für meine emotionalen Sachen? Ja, ja. Habe ich dann nicht auch
eine Ebene, wo ich Kräfte entwickeln soll. So ähnlich wie die Kinder, wenn die in die Welt kommen, in der Entwicklung, was ja auch unterdrückt wird, von Kinderkrankheiten bis sonst was, gewisse Kräfte entwickeln für ihr menschliches Dasein, also nicht nur für in der Welt sein. So, das heißt, ich würde jetzt bei der Kesche-Sache sogar noch einen Schritt weiter gehen, den du gerade erklärst hast. Das hilft sogar, diese emotionale Blockade und Stressoren und Dinge, die da ablaufen und Trauma geschehen und das alles vielleicht auch aufzulösen, also auch diese Ebene zu erreichen. Aber die Ebene des Menschseins, warum habe ich denn warum habe ich eine Seele, warum habe ich einen Geist, warum ist das alles hier in der Materie, warum gehe ich denn durchs Leben? Ist das nicht geplant, auch diese, also im höheren Sinne geplant, dass ich sozusagen Bewusstsein entwickle, im Sinne durch diese Krankheit. Aber in drei Minuten Bewusstsein entwickeln so dafür. Da bin ich einfach wirklich so bodenständig, wo ich einfach sage, das kann nicht sein. Genau. Das haut nicht ganz hin. Genau. Ja? Weil ich halt, man, ich krieg's mit. Ich kann, wenn jetzt jemand sagt zu mir, ich mache das bei meinem Hund oder bei meiner Katze, funktioniert es innerhalb ein paar Minuten, das glaube ich noch. Nur bei Menschen kann ich das nicht pauschal sagen. Dann brauche ich wirklich jemanden, wo wirklich null Kopfkino hat. Ja. Dann funktioniert das, wo praktisch dieser komische menschliche Verstand nicht wirkt. Dann kann ich das vielleicht hinkriegen. Aber einfach diese Aussagen, man spricht ja von einer gewissen Heilkunst, von einem gewissen Hintergrundwissen und. Und wenn ich da wirklich in die Tiefe einsteige, dann gibt es ganz wenig Menschen, die Zusammenhänge verstehen. Das ist nun mal einfacher so, weil es natürlich auch von diesen ganzen Vorgaben, von diesen Schulen nicht gelehrt werden kann, weil man es von ganz oben nicht möchte. Ja. Das heißt, man muss ja selber drauf kommen. Wie funktioniert denn das Ganze? Ganz genau. Wie ist der Zusammenhang? Ab und zu stolpert man wieder dann über Leute, wo auch die ähnlichen Prinzipien rausgefunden haben, weil um eine Heilung zum Entstehen zu lassen bei schwerwiegenden Sachen, da muss ich wirklich eine riesen Kiste aufmachen, eine riesen Trickkiste, weil man so viele Aspekte beachten muss. Das ist dasselbe wie eine Alchemie. Es gibt viele Aspekte, die da in das Ganze reinwirken. Und jetzt muss ich einfach eine Ahnung haben, welche Aspekte, wie wirken die zusammen. Diese Polaritäten, Plus, Minus, was zieht dem Patienten Energie? Was schmeißt ihm aus seinem Gleichgewicht? Ja. Und man spricht ja in den ganzen Überlieferungen von einem Energiekörper. Ja. Und wenn dieser Energiekörper natürlich irgendwo verrückt ist, dann habe ich halt irgendwo, muss ich das ausgleichen. Was hat ihn aus der Bahn geschmissen? Was ist, wenn du den beeinflusst? Also ich bin ganz d'accord mit dir und du hast auch gerade was Wichtiges gesagt. Ich muss selber drauf kommen. Ja. So, meine Anknüpfung ist nur, ich bin gar nicht so, dass ich dann sage, dann kann das mit dem Kesche-Prinzip, was er da anwendet, nicht funktionieren oder nur eine kurze Zeit oder vielleicht habe ich nach 5 Jahren wieder das Problem. Soweit würde ich gar nicht, ich würde sogar sagen, okay, das funktioniert, in Anführungsstrichen. Kann ich mir vorstellen, weil ich kenne das aus der Alchemie. In der Alchemie können wir Mittel bereiten, die solche Eigenschaften haben. Aber warum mache ich das nicht? Oder warum hadere ich immer auch mit mir? Ja? Also, dass ich zum Beispiel, da hat jemand Krebs und warum stelle ich ihm jetzt nicht ein Krebsmittel her und das ist weg? Ja? Oder hole jemanden wieder, der gerade frisch verstorben ist? Das ist nicht, dass es nicht geht. Nur, du hast jetzt den richtigen das richtige Stichwort gegeben. Wir kommen letztlich von der ganzen Thematik nicht weg. Was wir da haben, das behaupte ich jetzt mal, ich stelle das mal so im Raum. Ich kann es im Moment selber nicht genau beweisen. Ich sehe nur, was Kesche macht und was er dazu sagt, weil ich habe diese Krebsspule, nenne ich das jetzt mal so, selber noch nicht angewendet, habe also keine eigene Erfahrung. Ich weiß aber aus der Alchemie, dass sowas geht. Und jetzt ist aber genau das Thema, wenn du das jetzt machst, du wirst bis in die Emotionalebene, überhaupt keine Frage. Aber irgendwann ist das Leben zu Ende. Dieser Inkarnation. Und was man da eigentlich im Grunde macht, ist, man geht in die nächste Inkarnation und holt da schon Kräfte hier rüber. Mhm. In der Alchemie nennen wir das, jenseits der Pforte des Saturns zu gehen. Mhm. Und das ist eigentlich ein No-Go, weil das nicht mehr im Schöpferplan sozusagen drin ist. Das will ich jetzt bei Kesche so nicht behaupten, nur ich möchte es mal gerne in den Raum stellen. Da sind wir nämlich genau an dem Punkt. Wir sind hier, deshalb habe ich gefragt, warum sind wir hier? Mhm. Weil wir es selber kapieren sollen. Mhm. Und wenn ich also eine Technologie habe, die so weit geht, dass ich vielleicht in diese feinstofflichen Körper hineingehen kann und dort die Ursachen aus dieser Ebene herausnehmen, gibt es immer noch eine höhere. Mhm. Also es ist sozusagen dann ein Stau in dem höchst subtil geistigen
Und es bleibt da, weil es muss sich Bahn brechen. Es wird dann in den nächsten Inkarnationen kommen. Und was dadurch aber auch passiert ist, dass wir uns noch stärker an die Materie binden, was gar nicht unsere Aufgabe ist, im Sinne von, dass wir die Materie sozusagen durchwirken, ist ja unsere Aufgabe, dass wir als materielle Menschen die geistigen Prinzipien durch die Materie wirken lassen. Mhm. Ja? Und das blockieren wir damit. Mhm. Ja, das sind jetzt so die Ebenen, über die ich spreche und die jetzt, wo jetzt schwer ist, dran anzuknüpfen. Wenn man zum Beispiel diese alchemistische Schau nicht hat oder diese wirklich erweiterte Schau des Menschen, dass wir sagen, der Mensch ist nicht nur Materie, nicht nur physischer Körper. Mhm. Er hat feinstoffliche Körper, er hat noch ganz andere Dimensionen. Er ist geistiges Wesen. Mhm. Und da sind wir. Wir sind hier als geistige Wesen, um hier, platt gesagt, selber auf die Idee zu kommen, und unsere Kräfte zu entwickeln, oder entwickeln heißt ja auswickeln, ja, an den Punkt zu kommen, wo wir in die Selbstautorität, in die Selbstverantwortung, wo wir unseren Seelenplan wahrnehmen und entwickeln. Mhm. Ja. Und deshalb ist so eine Technologie nicht direkt wahrzunehmen, wo schadet sie jetzt da an diesem Punkt, falls es um diese Dimensionen geht und nicht mehr um die reine materielle Dimension. Weil auf der reinen materiellen Ebene ist das alles super cool, mhm, und hat da auch jetzt keine schädlichen Auswirkungen, im Gegenteil. Mhm. Ja, man kann Radioaktivität damit recht schnell harmonisieren, mhm, man kann ganz viele Sachen damit machen, die jetzt, wenn wir in die Welt schauen, natürlich auch wichtig sind. Mhm. Ich hätte nur so für mich gewünscht, diese Idee des Umbruchs und diese Ubuntu-Bewegung, was man nicht alles hat von Michael Tellinger, dass wenn das System bricht, ja, dass man dann schaut, was bedürfen wir denn jetzt? Was liegt an? Ja, wir haben hier Fukushima und da ist Radioaktivität und da ist dies und das. Ja, dann gehen wir das gemeinsam an. Das heißt, Menschen tun sich zusammen und entwickeln als Gruppe für sich die ideale Lösung, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja? Und nicht ein System bringen, was sozusagen das Heil verspricht. Mhm. Also wir müssen aus uns heraus die Bedürfnisse, die wir haben, klar formulieren, in den Raum stellen, in die Welt stellen, was ich will, wer ich bin, mhm, mich mit anderen zusammentun. Und deshalb ist Vielfalt wichtig. Ich möchte keine eine Welt in dem Sinne. Ich möchte auch nicht eine Rasse. Das, was Keshe immer sagt. Ich möchte gerne Vielfalt. Ich möchte auch, dass du eine andere Meinung zu manchen Dingen hast. Das möchte ich gerne erfahren, weil sonst habe ich ja immer nur, spiegel mich ja immer nur selbst. Was nützt es denn, wenn du mir jetzt sagst, ja, du hast recht und so ist es und ich möchte auch gerne was anderes, andere Meinung, andere. Wir sind ja auch unterschiedlich, ja. Wir sind anders ausgeprägt. Es kommt alles aus dem Einen. Es ist alles aus dem höchsten geistigen Ursprung, aus dem Eins, aber in die Vielfalt gekommen. Und das möchte ich auch erleben. Dadurch kann ich auch meinen Seelenplan entwickeln. Dadurch kann ich mich entwickeln. Mhm. Entwickeln heißt, innere Kräfte der Menschheit werden frei. Und da ist jetzt genau der Punkt. Wenn ich das verhindere oder an bestimmten Stellen abschneide, mhm, ist diese Energie nicht weg, sondern sie fällt anderen Reichen zu. Mhm. Ja, und das ist so die große Gefahr dahinter, dass ich immer sehe, Manipulation jetzt wirklich aus der Ebene, die viel weiter entfernt liegt als direkt eine Regierung, ja, oder eine Menschengruppe, die sich da so als globale Machtelite aufführt, die sind auch nur Hansel von dahinterliegenden Mächten, ja, so. Und es geht auch gar nicht darum, das alles zu durchdringen. Wer steht jetzt wo hinter? Weil das Einzige wirklich ist, wieder zu uns zu kommen, ja. Und da ist die Frage, und ich will da nichts behaupten, aber ist die Frage, hilft uns das? Ja, wie gehen wir damit vor? Und da hast du recht, warum ist die Alchemie da an manchen Stellen zum Beispiel nicht so ganz so freigebig und sagt, so und so manipulierst du die Materie? Weil, nochmal, das, was Keshe an manchen Stellen, da sagen, steht er dann und sagt, da hast du das Plasma, dann nimmst du das raus und dann nimmst du das, dann nimmst du da deine Orange, da dein Gold und die Milchstraßen sind daraus aufgebaut und er stellt so das materielle Prinzip über das Geistige. Und das ist nicht der Natur nach. Also wir hatten das im letzten Interview mit Max Planck und Hans-Peter Dürr, Materie ist nicht Materie, es kommt aus einem geistig-lebendigen Prinzip. Und das Lebendige steht sozusagen wirklich hierarchisch, das ist wichtig zu verstehen, hierarchisch im Natursinne, ja, nicht hierarchisch, ich kontrolliere dich oder baue eine Hierarchie auf in der 3D-Welt und stelle mich an die Spitze, sondern Hierarchie im Sinne der Natur, also der Kopf sitzt nun mal oben und die Füße sind unten. Und wenn wir das drum umstellen würden, kämen wir nicht zurecht. Mhm.
Ja, das ist damit gemeint. Und da ist eben wirklich aus der, ich nenne das jetzt mal so, aus dem lebendigen Prinzip entsteht Materie und nicht umgekehrt. Ja, und das behauptet Cashe immer wieder. Und ich will gar nicht mal sagen bösartig oder so, sondern das resultiert natürlich aus seiner Plasmaphysik, weil er die Physik eben nicht wirklich neu hat, sondern nur erweitert hat. Ja, aber ich sage mal so, selbst wenn jetzt die Regierung sagt, okay, du darfst das jetzt nicht machen, wir machen dir jetzt keine Schwierigkeiten, ist natürlich auch gewollt, dass er nicht in der geistigen Welt irgendwo ist, sondern in der materiellen Welt. Ja, das ist eigentlich dieses Grundprinzip, wo die Menschen eigentlich hingeführt werden sollen, kontinuierlich, dass sie nicht auf andere Prinzipien kommen und darauf kommen, wenn ich zu mir zurückgehe, in die Gedanken gehe, das fließen lasse, das Ganze, komme ich auf ganz andere Lösungsansätze. Ja. Ich würde sagen, an dem Punkt vielleicht zu den Risiken, dass wir vielleicht da abschließen. Du hast noch einige Fotos mit dabei von Konstruktionen, die Cashe da aufbaut, wo er verschiedene Phänomene damit erreicht. Kannst du uns ein bisschen was dazu zeigen? Also, vielleicht noch kurz das Bild, was hier eingeblendet ist. Das ist auch wieder diese Grundlage dieser Spulen, die ich da im ersten Teil erklärt habe. Mhm. Und was da rechts in der Hand, was man da sieht, das ist dieser sogenannte Healing Stick oder Pen. So eine alte Version hier, dieses Gerät. Da ist auch so eine Spulenanordnung drin. Jetzt habe ich das große Ding irgendwo liegen lassen, aber das sieht mir so wie sowas aus. Ja. Und immer wieder in Verbindung mit dem Ganz, mit dieser Flüssigkeit. Und das ist zum Beispiel so eine Anwendung, wenn man das jetzt auf der einen Seite des Körpers, nur mal so zur Erläuterung, wenn man jetzt hier ein Krebsgeschwür hätte, jetzt rede ich natürlich nicht von Krebs als Erkrankung, sondern einfach von Tumor. Und man legt diese Spule auf die andere Seite und mit der anderen Seite geht man mit dem Stift daher, dann geht der recht schnell weg. Ja. Wird behauptet. Ich stelle es mal so, ich finde es, also nach meiner Meinung, funktioniert's. Das erschließt sich einfach aus dem, wenn man eintaucht in diese Cashe-Physik, wie die funktioniert, ist es nicht zu trennen auch von der Funktionsweise unseres biologischen Organismus. Okay. Und die Einflussnahme auf der emotionalen Ebene gleichzeitig mit der Plasmaebene, wie er das nennt, führt zwangsläufig dazu, dass diese, ich nenne mal das Tumorwachstum, recht schnell weggeht. Genauso wie ich was nachwachsen lassen kann, kann ich das wieder da, in diese... Da gibt es irgendwelche Abhandlungen darüber von Cashe, oder? Naja, also es gibt Sachen von Cashe selbst und jetzt in dieser Situation hat er halt in diesem Teaching so davon geredet. Es gibt aber andere Anwendungen, diese Health-Pens, und wenn man die mal selber baut und damit rumexperimentiert, ich zeig da mal was, dann wird man ganz schnell auf Effekte kommen, die dem sehr nahe sind. Also er zeigt zum Beispiel, gibt es im Internet eben genaue Bauanleitungen, wie man diese Teile aufbaut, wie man damit behandelt, wie man vorgeht. Mhm. Die haben auch ganze Ärzte-Teams, die das ausprobieren und damit experimentieren. Auch wenn man das selber macht, ich habe das ja auch ausprobiert, die Erfolge sind also erstmal im ersten Moment, ich habe ja keine Langzeitsachen, die sind natürlich erstmal sehr, wie soll ich sagen, man ist erstmal total happy. Ja. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, so für mich funktioniert auch diese Krebssache, also wie gesagt, aber nur an dieser Stelle, dass ich jetzt natürlich mein Plasma beeinflusse, also Cashe-Plasma, wohlgemerkt jetzt die Begrifflichkeit, und die emotionale Ebene, und dann sind wir ja natürlich genau am Krebsgeschehen. Ja? Nur was bedeutet das langfristig, also für meine Seele, sage ich jetzt mal, ja? Oder für mein geistiges Prinzip, weil wir sind da immer noch auf der Ebene, zwar subtil, aber immer noch auf der materiellen Ebene. Wir sind dann vielleicht nicht mehr 3D, sondern 4D, ja? Aber wir sind immer noch im Gesamtkosmischen gesehen an dem Punkt, warum ist man als Mensch auf der Erde. Also ich halte es jetzt vielleicht... ich habe mich lange mit einem Arzt unterhalten, der alternative Methoden, der aber auch herkömmliche Methoden verwendet und je nachdem wieder, was der Patient möchte. Mhm. Und dem er gesagt hat, für ihn ist die Lage total schizophren, da kommt jetzt jemand und man kann auch mit der Schulmedizin gewisse Dinge sozusagen in Anführungsstrichen wegnehmen, Symptome. Ja? Also da hat jetzt jemand Schmerzen und er sagt, er macht es für sich so und er sagt es auch, ich gebe dir jetzt Freiraum. Ja? Ich gebe dir jetzt eine Tablette und dann ist der Schmerz weg. Aber das soll nur dir einfach Erleichterung jetzt verschaffen in der Not, damit du selber darauf kommst, um was es bei dir geht. Und so würde ich jetzt diese Cashe-Technologie auch sehen. Nur, jetzt ist für mich die Frage, wenn jetzt jemand diese Effekte bekommt,
hast du so viel Bewusstsein oder hat derjenige so viel Bewusstsein, dann zu sagen, okay, wie du richtig sagst, wer sagt denn noch außer Hama und neuer Medizin oder ähnliche Methoden, um was es eigentlich geht bei Krebs? Ja. Ja. Kommst du dann da drauf, weiter zu suchen, wenn du eben nicht in einer Notsituation oder abgemilderter Notsituation bist? Kannst du eventuell mit diesen Effekten so weit gehen, dass du das für deinen ganzen karmischen, also für deine jetzige Inkarnation zwar erreichst, aber dann ist es ja nicht weg? Also nur mal ganz kurz zurück zu dieser Heilungsgeschichte, dass du einfach Krebsgeschwüre an der Hand oder irgendwas wegnehmen kannst damit. Dazu brauchst du aufbauende und abbauende Felder, das mal zum einen. Dann brauchst du Prinzipien, die dich in die innere Ordnung wiederbringen. Ja. Und diese Prinzipien, die haben wir ja entdeckt mit unseren Frequenzprodukten. Da funktioniert das ja sehr gut. Ja. Da haben wir Sachen erlebt, das ist ziemlich abgefahren. Nur trotzdem... was sehr wichtig ist, darum gehen wir auch bei unseren Leuten in der Forschung, die sie zur Verfügung stellen, gehen wir auch auf die emotionalen Ebenen wieder zurück. Ja? Muss man auch. Um einfach das also ich erkläre viele Zusammenhänge. Viele schauen zwar immer ein bisschen komisch mich an, weil sowas haben sie noch nie gehört. Ja? Aber man muss auch diese Prinzipien dazu verstehen. Ja. Und jetzt hat nur irgendwie da, die Leute machen sich da einen Plan, bauen sich da irgendetwas, gehen in diese Hoffnung, dass es funktionieren müsste. Nur darf ich mich ja nicht darauf konzentrieren, auf die Krankheit, sondern ich muss mich eher konzentrieren auf ein anderes Lebensziel oder auf ein anderes Gefühl in diesem Sinne, aber nicht auf die Krankheit, weil dann manifestiere ich wieder die Krankheit. Das sind also viele Prinzipien, wo ich halt einfach ein bisschen vorsichtig bin, wenn jetzt irgendjemand behauptet, du nimmst das Teil her und du machst das ganz einfach. Ich habe mich da intensiv damit beschäftigt, mit den ganzen Feldern, die man auf- und abbauen kann. Wir haben ja alle möglichen Untersuchungen machen lassen, wie sich die Energiefelder im Körper ausgleichen, wie das läuft. Und ich habe es sehr oft erlebt, dass die Leute zum Weinen begonnen haben, Emotionsausbrüche, die wussten gar nicht, die haben sich plötzlich so gut gefühlt, die mussten einfach weinen, da hat sich da irgendwas was verändert. Ja. Ich hatte aber auch Leute, die haben angefangen währenddessen zu zappeln, wo sich dann auch irgendwie Energiestaus einfach lösen. Ja. Ich habe viele solche Phänomene erlebt. Ja. Und wenn jemand mir das dann bodenständig erklärt und zeigt, was da alles passiert oder wie das genau aufgebaut ist oder diese Effekte, dann sage ich, okay, dann steckt ein bisschen mehr dahinter. Aber nur diese Behauptungen, du machst das so und ich kriege keine Hintergrundinfo so richtig. Genau. Und es ist auch immer ein gewisses Risiko, wenn sich jemand damit beschäftigt, das einfach macht, wenn er diese ganzen Grundprinzipien nicht kennt. Mhm. Das heißt, im ersten Interview haben wir gesprochen über die Grundlagen. Genau. Ja? Mhm. Das heißt, ich muss erst für mich selbst eine Grundlage schaffen und ich kann jetzt nicht hergehen, jetzt habe ich eine Krankheit, jetzt habe ich das entdeckt, jetzt mache ich das einfach. Dann steigere ich mich vielleicht sogar zu sehr rein und gebe dem Ganzen noch zu viel Kraft, zu viel Energie in dem Sinne. Das heißt, wenn, dann muss man sich vorhinein schon damit beschäftigen und irgendwie auch Hobby draus machen oder einfach eine Lebensaufgabe darin sehen. So wie bei dir jetzt zum Beispiel, du sehr intensiv mit dem Thema Alchemie beschäftigen und kennst die Zusammenhänge mit den Aspekten. Das heißt, wenn du jetzt sowas in die Hand nimmst, dann kommt im Endeffekt wahrscheinlich ganz was anderes raus, wie bei irgendjemand anders. Ja. Also das hat man mir jetzt auch so gesagt, dass ich mit meinen Experimenten, ich habe von Anfang an nicht Cache-like gearbeitet, sondern ich habe das als Impuls aufgenommen, um das nachzuprüfen, was er so sagt, aber auch um zu sehen, wie funktioniert das in dieser technischen Ausführung. Mhm. Und da haben ja auch einige schon gesagt, dass das eben auch nicht so manipulativ sei, wie sie das hellsichtig wahrnehmen, wenn ich das mache. Damit will ich eigentlich nur ausdrücken, die Person, die daran arbeitet, das hat einen ganz großen Einfluss. Da wird oft nicht dran gedacht. Und ich denke mal, das ist auch so ein Thema, wenn ich jetzt auch jetzt, um wieder auf Krebs zurückzukommen, wenn ich mich mit dieser Krankheit beschäftige und da auf dem Weg bin und dann egal, was ich da als Tool nehme, dann ist in Ordnung. Und ich sehe eben auch genau das, die Gefahr nicht, dass es nicht funktioniert, weil ich meine, es ist ganz klar, ich gehe auch so vor. Ich gehe jetzt nicht her und sage, glaub jetzt alles, was da so erzählt wird, sollte man auch nicht. Nur meine Vorgehensweise oder das, was ich jetzt hier so erzähle, beruht einfach auch auf eigene Erfahrung mit der Alchemie und dann auch sozusagen extrapoliert mit dem, was der Cache macht, weil ich jetzt diese Energien und diese Dinge kennengelernt habe, was dabei rauskommt. Das heißt, ich bezweifle das gar nicht und ich stehe immer noch so an dem Punkt, wo ich eben sage, ich weiß ja auch nicht genau,
was passiert jetzt bei dieser Anwendung? Gut, der Tumor verschwindet, das heißt ja noch lange nicht, dass der Krebs weg ist. Mhm. Was passiert da genau? Kommt man zum Beispiel dadurch in so einen Zustand, dass man das anwendet? Ich habe das Megawave vom Dieter Bröers sehr intensiv in meiner elektrosmog-sensiblen Zeit verwendet. Und ich habe da gemerkt, ich bin da in einen Zustand gekommen, der mir Möglichkeiten gegeben hat, aber sich nicht aufgezwungen hat. Also ich konnte selber entscheiden. Mhm. Und da hört man auch die Berichte von, dass wenn jemand auch mit Krebs zum Beispiel nicht will oder das einfach... Das funktioniert dann auch nicht. Funktioniert dann nicht. Ist das jetzt mit der Cache-Sache genauso? Ich weiß es nicht. Ich weiß also es wirklich nicht. Also ich habe ja auch mit dem Megawave experimentiert. Ja, ja. Und der Hintergrund ist eigentlich folgender. Wenn ich eine Krankheit habe, entsteht es praktisch im Großhirn. So, jetzt muss ich praktisch auf das Großhirn einwirken. Das heißt, ich muss diese ganzen Gedankenkonstruktionen, die da sind, wegnehmen oder runternehmen in dem Sinne. Ja. Und die 150 MHz, die unterstützen dabei. Ja, ganz genau. Wir haben das dann wieder in Kombination mit unseren Frequenzprodukten und so weiter verwendet, hatten da recht gute Ergebnisse und haben sogar ein eigenes Gerät entwickelt, mit auch auf dem 150 MHz-Prinzip, haben aber andere Aspekte da nochmal mit eingebracht. Und wenn jetzt irgendjemand, nur als Beispiel, ich nenne jetzt jemanden, der kam mit Meniskusproblemen zu uns. So, die Ärzte, klar, wollten operieren. Er hat gewusst, wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Er hat mir die Frage gestellt, funktioniert das? Kann man da was machen? Sag ich, keine Ahnung, wir können mal eine kleine Forschung daraus machen, ob sich was bewegt. Bei operieren lassen kannst du dich immer noch. So, es waren insgesamt 7 Befeldungen. Nach der ersten Befeldung schon haben die Arbeitskollegen schon gefragt, hey, was machst du? Konnte wieder relativ normal laufen. Hat dann erst abends raus dann immer gespürt, dass er ein bisschen schmerzt. Ja. Und das Interessante bei ihm war, nicht nur, dass das vom Meniskus hier, also vom Knie, dass die Beschwerden verschwunden sind. Er hat aber eine Wesensveränderung durchgemacht. Ja. Ja. Er war plötzlich aufnahmebereit für ganz andere Themen. Ja. Ja, das heißt ja nichts anderes, wie du kommst wieder mehr zu dir. Genau. Dinge, die dich manipulieren, die verschwinden irgendwie. Ja. Und das ist eigentlich dieses Grundprinzip, was ich immer meine, in die innere Ordnung zu kommen. Ja. Und wenn ich jetzt nicht in der inneren Ordnung bin und fange gleich an, mit solchen Dingen zu experimentieren und alles Mögliche zu machen, kann auch wieder ganz was anderes rauskommen dabei. Ja. Also ist auch genauso mein Thema. Ich merke auch, also für mich zumindest, auch mit der Befeldung, ich musste aber auch selber dran arbeiten. Mhm. Ja, ohne das ging es nicht. Ja. Und da ist eben die Frage, ich habe jetzt Cache so erlebt, für mich jetzt an der Stelle, ich hatte zum Beispiel, ein gutes Beispiel, ich hatte extreme Muskelverkrampfung im Rücken. Und dann habe ich Cache-Technologie angewendet und der Schmerz verschwand sofort. Ja, so. Und damit habe ich mich dann über ein paar Tage gerettet. Und im Endeffekt habe ich aber gemerkt, es ging um was ganz anderes. Das habe ich dann gelöst. Und jetzt habe ich wie Muskelkater, aber ich merke, es löst sich alles. Mhm. Das habe ich jetzt an der Stelle, kann natürlich auch durch meine Anwendung sein, jetzt nicht erfahren. Also ich musste schon noch an mir arbeiten. Ja? Aber dieses einfach sozusagen, ich habe es dann, wie soll ich sagen, auch wieder sein lassen, aus diesem inneren Impuls heraus. Jetzt ist die Frage, wie weit kann ich das mit Cache treiben? Kann ich jetzt an diesen Punkt kommen, wo ich außerhalb meiner eigenen Verantwortung wieder gehe? Ja? Ich wende es an, die Dinge verschwinden, in Anführungsstrichen, die verschwinden ja nicht wirklich. Ja, oder wie tief geht das mit dieser ganzen Anwendung? Das ist eben da wissen wir noch zu wenig. Da müssen wir einfach jetzt schauen, in dieser Achtsamkeit auch zu schauen, weil ich habe mehr das Thema, dass ich sehe, es funktioniert. Bisher war es ja so, und das ist ja das Große, wenn ich dann nicht an den Punkt gekommen bin, dann hat alles andere auch nicht funktioniert. Ja? Wie ist jetzt, wenn das jetzt tatsächlich funktioniert? Du weißt, was ich meine, also symptomatisch sozusagen, dass ich das nicht mehr merke, dass meine Krankheit sozusagen wirklich weg ist, im physischen Ausdruck weg ist. Ja? Wann kommt der Bumerang? Also in der nächsten Generation oder sonst wo, Inkarnation, das sind ja jetzt so die großen Themen. Ist das nicht vielleicht eine Manipulation, die so subtil ist, die jetzt mehr sozusagen auf Weltenthemen geht, wo es nicht mehr das Individuum ist? Man spricht ja immer sehr gerne von Erbkrankheiten. Ja? Mein Vater hat schon gehabt, dann hat ein bisschen eine Risikogruppe oder keine Ahnung. Ja, es gibt ja diese ganzen Thematiken. Ja. Nur vorhin waren wir bei dem Thema, dass Krankheit was mit Emotionen zu
tun hat. Ja. Das heißt nichts anderes für mich, weil für mich persönlich gibt es keine Erbkrankheiten in dem Sinne. Gibt's auch gar es gibt nicht. Nur Schwingungsformen, die praktisch vom Vater auf den Sohn oder auf die Tochter weiter übertragen wird. Ja. Ja. Da gibt es dann verschiedene Schemen, in welche Generation es dann übertragen wird und sonstiges. Da kann man dann so richtigen Plan ausarbeiten. Ja. Das geht sehr in die Tiefe, das Ganze. Das heißt, da sind wir praktisch genau an diesem Thema. Ja. Jetzt darf ich dir aber bitten, dass du noch die ganzen anderen Dinge, die du hier noch zeigen möchtest, dass wir... Ja, vielleicht noch so als Bild hier nochmal diese Spulenanordnung aus dem letzten Interview, wo wir über das Malgraf gesprochen haben. Man spult sich aus Kupfer diese Spulen und die werden beschichtet, was man ganz einfach zu Hause machen kann, in diese drei Ebenen, in drei Ebenen gebracht und dann quasi am Stromnetz angeschlossen und man... schließt seine Verbraucher dann an diesem Gerät an. Der Zuschauer kann einfach sehen, wie einfach das konfiguriert ist und aufgebaut ist. Mhm. Mit einfachen Haushaltsmitteln, was man zur Verfügung hat, kann man schon sowas bauen. Also man braucht jetzt keinen Ingenieur dafür. Mhm. Das ist vielleicht einfach auch wichtig zu verstehen. Nähere Infos dazu habe ich jetzt auch in der Raum und Zeit veröffentlicht, in der aktuellen Ausgabe, die jetzt kommt, Nummer 200. Mhm. Da gehe ich dann ein bisschen tiefer darauf ein, was das überhaupt alles ganz genau ist. Mhm. Weil ich denke, dass wir hier jetzt so ein bisschen diese übergeordneten Themen bewegt haben, ist wichtig. Das kann ich nicht in so einen Artikel bringen. Mhm. Noch ganz kurz, hier sieht man einfach, ich habe selber solche Spulen gewickelt, wie einfach das ist, das muss nicht schön sein. Da kann man schon mit experimentieren, man bekommt schon Effekte spürbar im Gesundheitsbereich. Man kann das auch mit solchen Spulen an Batterien arbeiten, lässt dann die Batterien ziemlich lang laufen. Ich habe mit dieser Spule, die auf dem Bild zu sehen ist, einfach mit so einer Zange gebogen und dann eben mit dieser Ganzflüssigkeit, das habe ich mal kurzfristig an Zündkabel am Auto angebracht und bin so 200 und ein paar zerquetschte Kilometer mehr gefahren als sonst mit einer Tankfüllung. Das ist natürlich jetzt nichts so aus dem Forschungsbereich, da müsste man mal ganz genau, nur das hat mir einfach am Anfang gezeigt, wow, da ist nicht nur am Körper was spürbar, sondern das geht tatsächlich auch bis in die Technologie, die auch jetzt existiert, hinein. Hier ist einfach ein Bild, da habe ich mit Zitronensaft gearbeitet nach einer alchemistischen Methode für dieses Coden. Das sind einfach Spulen, die man selber herstellt. Ganz einfach mit einer Bohrmaschine und einer Stange kann man sich die spulen. Das war es im Grunde schon, dass man einfach sieht, es braucht keinen Ingenieur. Es braucht eigentlich nur diese Flüssigkeit, die man herstellen kann, recht einfach. Und es braucht einfach Kupfer im Moment. Und die Variationen sind so vielfältig, man kann damit ganz viel erreichen und experimentieren. Also da müsste man halt dann nochmal ganz speziell die ganzen Anleitungen von Cache einfach mal anschauen. Also das würde ich sehr empfehlen. Ja. Also ich würde sehr empfehlen, nicht einfach nur nach irgendeiner einem PDF-File zu arbeiten, ein bisschen darauf einzusteigen, was er meint. Aber eben wie gesagt, ich fände es besser, wenn man in die Alchemie oder in die alternative Physik einsteigt, weil es ist nicht alles Plasma. Prana, Qi, das ist nicht alles gleich Plasma. Ja, das muss man einfach verstehen. In der Alchemie sagen wir immer, wir gehen nicht ins Labor und wissen nicht, was wir tun. Also wir sollten schon vorher uns klar sein, was wir vorhaben und um was es geht. Jetzt haben wir mal vorhin was angesprochen, ein kleines Thema. Wenn man sich mit diesen ganzen Prozeduren von Cache beschäftigt, dann wird man sich auch, und man wird feststellen, dass man teilweise, dass einem ein Akku leer zieht. Kannst du uns dazu noch irgendwas erzählen? Also ich habe jetzt zwei Ebenen erlebt. Also die eine Ebene wäre jetzt, wenn wir ganz, ganz profan, was man jetzt nach Vorgabe dann natürlich nicht tut, wenn man die Anordnungen und die Spulen verändert, kann man ganz bewusst oder unbewusst wirklich richtig Energie aus dem Umfeld herausziehen, aus lebendigen Wesen. Das wäre jetzt eine Dimension, wenn ich jetzt sage, was wäre, wenn das einer missbrauchen will. Das wäre möglich mit einer gewissen Kenntnis. Die andere Thematik ist, die habe ich jetzt immer so für ein ganz persönliches Phänomen gehalten, weil ich mit dem Cache selber, also mit den Erklärungen Plasma und so, nicht ganz klarkomme. Dass ich so mich immer wahnsinnig überwinden musste oder muss, um da reinzugehen. Und mir geht es hinterher immer sehr schlecht.
Und das schulde ich jetzt nicht dem Cache selber oder lasse ihm das an, dass von seiner Seite was dahinter steht, aber in diesem ganzen Thema. Mhm. Ich habe eben, wie gesagt, ich arbeite mit zwei Leuten letztlich zusammen, um dieses Margraf wirklich eins zu eins nachzubauen, nicht nach meiner alchemistischen Weise, um zu gucken, wie das funktioniert. Mhm. Und wir haben alle Probleme gehabt, das überhaupt anzugehen. Also verschoben, nicht gemacht, nicht hingehauen. Ich habe heute auch gemerkt, hierher kommen war gar nicht so einfach, aber das kenne ich halt, wenn ich Vorträge halte schon mal. Mhm. Es gibt eine Ebene, wo man behindert wird. Ich merke jetzt, mein Akku ist leer, obwohl ich die Nacht gut geschlafen habe. Unser Bildschirm hat sich vor Interviewbeginn verabschiedet, genau. Obwohl er erst 2 Monate alt ist. Also es gibt lustige Effekte. Ja. Ja. Und ich würde auch einfach unseren Zuschauern empfehlen, sich vielleicht mit dem Ganzen zu beschäftigen, wenn jemand da Interesse hat. Sollte sich aber nicht zu sehr in dieses Kollektiv, in dieses Bewusstseinskollektiv einklinken, vielleicht eher mehr bei sich selbst bleiben und trotz allem vielleicht das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Peter, an dieser Stelle würde ich gerne mal abbrechen, weil man könnte da, wie gesagt, wir können jetzt noch morgen da sitzen und da weitermachen. Wie du schon gesagt hast, unser Akku ist auch schon ein bisschen leer. Genau. Und ich bedanke mich bei unseren Zuschauern fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.